Hi Leute, wir sind zurück mit einem neuen Video. Hi! Yes. Und zwar mit Maurice, wer sich erinnert. I'm back again. He's back on track. Das hast better du than ever. Ja, das hast du damals gesagt. Throwback. Wir kommen auch gleich dahin. Und zwar reagieren wir beide auf unser erstes Video. Und ich glaube, es wird Cringe-Status. Ganz hoch. Ganz weit oben. Das ist ganz weit oben. Na, wir werden es sehen, ne? Okay, dann würde ich sagen... Let's go. I'm already embarrassed. Already embarrassed. Mhm. Okay, sind wir rolling? Are we rolling? They see us rolling. They hating. Guck, ich lach schon wieder so dumm. Ich meine, das war jetzt nix, ne? Oh, die Haare. Cool, ich hab schon wieder ein Lachflash. Hi, hat nee, so das Hairstyling. Deins? Meine Haare. Was soll ich zu meinen sagen? Hä, warum sind die in der Mitte? Ich habe einen Mittelscheitel. Das ist nicht richtig. Meine Augenbrauen. Bitch, I don't know. Ganz schlimm. Meine Augenbrauen. Celia müsste eigentlich kommen. Hey, da sind wir. Ich bin Celia, ich bin auch Make-up-Artist und Brow-Artist. Deswegen ist es eigentlich perfekt, dass ich jetzt dabei bin, weil die Brauen waren schon... This is so embarrassing. Heftig, heftig, ja? Deswegen, wow. Ja gut, gucken wir einfach mal. Weiter geht's. Und the Brows. Hi Leute, ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Special Guest, nämlich oh den... Oh no. Maurice, hello. Gay. Maurice und ich kennen uns, also Maurice ist mein Zuschauer und wir kennen uns allerdings schon seit 2014. Genau, auf den Videodays. Oh mein Gott. Wo ich aussah wie ein scheiß Opfer. Oh mein Gott. Ich meine, das Ding ist, das kannst du jetzt halt auch sagen. Ich fand das so krass und dieses halt wie so ein scheiß Opfer war voll so, oh, oh Gott. Meine Oberlippe auch. It's fine. Same, It's same. Same but different, yeah. You know? Das ist eine Süße. Nein. Und nein. Wow. Ich mir Snapchat gemacht habe, ne? Ja. Und er hat mir auch ein Foto geschickt von uns, weil wir anscheinend auf dem Video Days ein Foto zusammen gemacht haben. No. Hast du das Foto noch? Ich hab's nicht mehr. Ich hab's auch nicht mehr. Oh okay, nee, ciao. Leute, das ist nicht euer Ernst. Schreibt mich so an. Ne? Ja, das habe ich nicht mehr gefunden. Wenn ich es finde, blende ich es euch irgendwo ein. Wenn nicht, dann sorry. Sorry, not sorry. Witzig, weißt du? Aber wie du die ganze Zeit in die Kamera guckst, aus. Maurice wird mich heute trinken. Genau, und ich werde slayen. Und er hat sich die ganzen Sachen ausgesucht und ich bin mega gespannt. Richtig. Ich werde mir das Ergebnis auch während des Videos nicht anschauen. Nein. Erst zum Schluss. Boah, du erschreckst dich locker so. Nein, das wird schon cool. Okay. Guck mal, voll supportet bist du. Nein, ja. Wird schon faul. So. Ich bin echt so embarrassed. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Ich schäme mich. Nein, Mann. Als allererstes benutze ich den Primer, den Bob, nee, den nicht Bobby nope. Brown. This bitch arbeitet für Bobby Brown, jetzt kommt sie mir mit Bobby Brown. Richtig. Das ist Marc Jacobs. Genau, oh. So sorry. Da habe ich gerade bei Bobby angefangen zu arbeiten. Sassy, hä? Huh? Ja. Also Leute, falls ihr mal in Bielefeld seid, kommt zu Bobby. Eigenpromotion, okay. Das ist auf jeden Fall Bieletown real. Ist proper. Bieletown, what? Und ich bin auf jeden Fall da und helfe euch gerne weiter. Er ist loyal AF. Als allererstes benutze ich den Marc Jacobs Coconut Primer und trage das auf Hattis Face auf, damit natürlich die Foundation ein bisschen besser hält. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Ich würde nie wieder Primer benutzen. Und ich habe den Tod benutzt, diesen Primer. Also 3-4 Flaschen locker gekauft. God bless. Wow. Ja. Der gute alte Coco. Ich weiß noch, der hat so intensiv nach Kokosnuss gerochen. Ach Quatsch, echt? Und ich mag Kokosnuss überhaupt gar nicht. Und du so, voll toll. Das arbeite ich an mit einem Beauty Blender, mit einem Bude Blender. Ich habe immer richtig Angst, wenn ich so die Leute bei Bobby Brown schminke und sie sich zwischendurch dann in den Spiegel. Das war, als würdest du einen Stroke haben. Beauty Blender, Bude Blender. Bude Blender. Süß. Aber was sagst du denn zu der Augenbraue? Die ist voll krass eingerahmt so. Ich habe vorhin schon gesagt, ganz ehrlich, die Braue, Leute, wenn ich ihn geschubst hätte gegen die Wand, dann wäre der eine Braue gewesen. Ich schwöre auf locker. Alles. Ich man hat kein Haar mehr gesehen, kein einziges, keins, ja? Es war einfach es war so plakativ, als ich ihn kennengelernt habe, es war einfach so crazy. Also du siehst halt nur Braue, ne? Und guck mal jetzt, hier ist wunderschönes Gesicht. Oh, ja, er ist wirklich, also da warst du süß, aber jetzt bist du halt einfach hübsch. Jetzt du bist halt ein Mann, ein bisschen stubbly. Mhm. Jetzt a little bist du beard 12 von 10. Action. 12 von 10. You guys! I'm getting red! Oh, no, you were red there, bitch. Yeah. Warum bin ich, wieso bin ich rosa? Rosa,
der Highlighter hat mir auch echt nichts gegeben, ne? Der war lila auch. Purple. Welcher war denn das? Ich hab mein... So. Oh, jetzt geht's los. Ich habe am Anfang immer diesen NYX-Highlighter, dieser Duochrom. Kennt ihr den noch, der so lila-blau ist? Nein. Der ist mir runtergefallen und dann war das eigentlich nur noch loses Pigment. Und dann dachte ich so... Bisschen Dreck drin. Ja. Geil. Und ich war halt so eine Beauty... Lebe ich für. Ja, ich war halt so eine Beauty Queen on the budget. Ich hatte halt keinen Cent in der Tasche, ne, früher. Und dann... war der halt so. Achso, nee, das war der. Now he's rich. Okay. Sugar Daddy. Ja, definitely. Und dann hatte ich halt dieses lose Pigment sozusagen da drin, hab mir das derbe auf meine Wangen aufgetragen. Ich war ja, also es war nicht mehr witzig. Und dann hast du mir den Becca Amethyst Highlighter gegeben. Und danach war alles besser, Hattie. Der war halt geil so, ich hab aber... die Tore zu heilen. Richtig. Okay, cute. Machen wir weiter? Yeah. Ready? Yes. Manchmal kannst du ja richtig scheiße aussehen, ne? Und dann ich so, boah, bitte lass sie nicht gucken. Dass sie erst gucken, wenn es zu Ende ist, dass es dann wieder gut aussieht, ne? Weißt du? Ja, genau. Jetzt benutze ich die Dior Forever Foundation und die The Ordinary Matt Foundation. As hell for my skin. Anzupassen, damit sie super süß aussieht. Und ganz wenig Produkt. Wenig Produkt. Wieder mit dem Modeblende. Bist du nervös, wenn du Kunden schminkst? Gar nicht. Ich war so nervös. Liebe. Ich sehe das und sage, also, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Oh mein Gott. Aber ganz ehrlich. Und wie gechillt du da auch sitzt. Ja, ich bin ja immer so chillig des Todes. So, nein, du machst also ja schon Work. Also eigentlich innerlich bin ich tot. Ich schwöre. So, I'm asleep now. Ja, ist so. I'm a busy queen. Ich genieße es, wenn andere kommen, weil die übernehmen dann den Arbeitpart auf meinem Channel. Und ich so, ich halt die Fresse. Wie, also living my best life in my head. Ja. War ich richtig nervös, aber in letzter Zeit gar nicht mehr, weil ich einfach genau weiß, dass wenn die Kunden kommen, die wissen ja nicht, was die brauchen zum Beispiel. Nie. Und dann helfe ich denen ja gerne. Ich mache den Job ja gerne und ich helfe ja gerne Leuten. Deswegen ist das überhaupt kein Problem für mich. Bist du Professor Doktor? Die Base ist flawless. So ja, sieht gut aus. War gut. So. Genau. War ich habe auch, ich war der, ich glaube, die erste Person, die ich geguckt habe. Had a stroke. Right there. Ja. Warst du wirklich? So, weil ich dann noch kein Englisch konnte. So 5 hours later. Ich mal die deutschen Sachen an, die deutschen Mäuse und dann warst du auch einmal da. Und jetzt sitze ich hier, das ist so crazy. Love from the first day. Auf jeden Fall. Jetzt trage ich den Tarte Shape Tape Concealer. Okay, work. Light Shape Tape? Cut test. Dry. Bam, 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 bam. Aber so richtig. Dry the house. Ja. Das Todesconcealer. Todesconcealer. Aber gehighlightete und Augenbereich. Aber die Farbe auch. Hä? Sieht doch eigentlich nice aus, oder? Pass mal auf, wenn das verblendet ist, sieht das Bombe aus. Wette. Ist so. Hast du auch mit den Fingern? Eigentlich ja, weil man dann am besten abschätzen kann, wie, ja, wie die Sachen aufgetragen werden. Ich trage das erst immer gerne mit dem Finger auf und dann verblende ich das halt mit dem Beauty Blender oder mit einem normalen, mit so einem Make-up-Pinsel. Bist du eigentlich nervös, dass das scheiße? Hab nie einen Pinsel benutzt. Alles mit dem Beauty Blender. Ja, wusste gar nicht, wie das geht mit dem Pinsel. Geil. Hat doch funktioniert. Nö. Stell dir mal vor, das sieht scheiße aus, dann schmeißt du mich doch so aus dem Haus raus. Nein. Sorry. So, ich gehe jetzt im Übrigen mit dem Precisely My Brow Pencil in der Nummer 4 an Hattis Augenbrauen und cutte sie like a bitch, bitch, bitch. Du hast vorne angefangen. Vorne im Katzen gemalt. Können wir darüber sprechen? So, Bruder. So. Ich bin im... Der war danach leer, der Precisely My Brow Pencil auch. Ich musste Benefit. Hallo, liebes Benefit. So, ja, leid, eine Brow fertig. Ich brauche einen zweiten für die zweite ich Seite. Ich brauche Backup. Bei den, also Lord. Wenn, also bei diesen Augenbrauen, die ich hatte, ne? Du hast Copy-Paste gemacht bei mir. Und ich so, schwöre, mein Gott, I love it. Alter, ich hätte am besten so einfach gemacht. Ich schwöre es so. Das, also die, ich weiß noch, ich habe Carbrow benutzt, aber nicht so als so individuell Haare zeichnen oder... Ich musste mir alle zwei Monate ein neues Cabrow kaufen. Alle zwei Monate. Und ich habe mich gefragt, wie gehen die Leute durch so ein Cabrow durch? Ich habe es bis heute nicht rausgefunden, aber jetzt weiß ich es. Ja, jetzt weiß ich es. Love it. Work. Bei den Instagram Browdy mache ich auf jeden Fall. Ui, hast du schon. Natürlich. Was auch sonst? Definitely. Ja? Ja. Vermutlich habe ich auch Farbe 6 benutzt, so schwarz auch. Ja, 5 oder 6 hatte ich. Ich würde auch heulen vor Freude, hätte ich deine Augenbrauen, Bitch.
Redman Rock macht das immer. Folgst du dem? Folgst du dem? Nee. Jetzt nehme ich im Übrigen den Rest von der Foundation, den ich auf meinem Handrücken habe. Vor allem, Alter, habt ihr die Hand gesehen, Junge? Na, liebst du ihn immer noch? Liebst du ihn immer noch? Stimmt, folgst du ihm noch? Bradman Rock? Weiß ich gar nicht mehr. Der weiß gar nicht mehr, wer das ist. Heißt also, dass ich den dann, glaube ich, nicht mehr liebe. Now I'm famous, you know. Now that I am the famous person. Oh yeah, sure. Of course. Yes. Und gebe das ein bisschen unter und über die Augenbraue, um die dann nochmal ein bisschen definierter aussehen zu lassen. Ach, weil die nicht schon definiert genug ist? Mm-mm. Ja. True. Wie sich mein Gesicht verändert. Was wäre, wenn du strahlende, reine Haut bekommen könntest? No thanks. I already got it, thanks. Because Mama's old, you know? Richtig, genau. Die ist schon fast 100. That shit didn't happen yet. Here I am once again. So. Ich glaube, das wäre eine gute Übernahme. Die Augenbrauen sind eine Journey. Bitch, thanks. Hi. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war ein bisschen so mehr outgoing. You think so? Finster. Nicht? Nein. Bin ich jetzt lockerer? Ja, ich finde schon. Ich finde, ich bin halt... Du bist ein bisschen mehr crazy jetzt. Cool. Das macht das Alter, weißt du? Ja, ich schwöre. Ich bin halt weniger crazy, was ich super finde. I don't think so. Nee, ich habe deine Mut geliebt. So wie du warst, das fand ich einfach erfrischend. Jetzt halt erfrischend nicht mehr. Erfrischend auch. Jetzt magst du meine Mut nicht mehr. Nein, jetzt ich liebe es wirklich, aber okay. Back to my channel. Oh mein Gott, ich wäre so stolz, wenn du es auf Englisch machen würdest. Ich bereue es, dass ich es nicht auf Englisch gemacht habe damals. I mean, we can talk English right now. Ich bin so gut in Englisch. Nicht, ja, echt? Ja. Oh, bei mir regen sich die Leute auf. Bei mir auch gerade. Wieso versuchst du immer so krass Englisch auszusprechen? Dabei mache ich es nicht. Die Leute sind so nervig. Weißt du, die sind selber Deutsch. Ich spreche drei Sprachen fließend. Oh, wow, okay. Oh. I'm sorry. Okay. I can't. Pop off this. I'm gonna tell you all now. Yes. What? Okay, unangenehm. Boah. Können wir mal über deine Haare sprechen? Was? Die sehen ganz anders aus. Ja, es war schlimm. Ich habe es nicht ausgehalten so lange. So. Bringst du zum Beispiel auf, wie ich Anastasia Beverly Hills sage? Oh Gott, halt dich. Ich mache mir keine Gedanken. Ich sag's einfach. Also ich höre nicht mal, dass da was falsch oder richtig ist. Ja. Also Anastasia Beverly Hills. So. Das hört sich so ganz Ende normal an. Das war eine Zeit lang, die Leute sind wirklich irre geworden wegen meinem Anastasia Beverly Hills. Weißt du? Ja. Aber die machen da ein Ding. So ein richtiges Fass raus, ne? Mhm. Nee, sorry, ich kann dir echt nicht zuhören. Nee, sorry. Englisch ist eine Katastrophe. Du bist eine Katastrophe. Weil can you go? Anders war nicht toll. Ja. Wiedersehen. Bye, Felicia. Ich habe ganz genau gewusst, dass du gleich einen Lachanfall bekommen wirst. Du hast schon deine Lippen so ge... Oh mein Gott. Oh Gott. Deine Augenbrauen werden dünner und dünner. Jetzt chill. Wir werden ein bisschen noch okay. Jo. Thema hatten wir heute auch schon. Ich bin nicht schwul und Single, also soll ich... Oh, no. Shoutout. Wuhu, 0175. Er ist immer noch Single. Aber ich bin jetzt glücklich Single. Ich bin desperate. Ich hab grad so ein bisschen James Charles Vibes. Oh, nee. Okay, das war böse. Warum? Also, nee, ich hab... Guck mal, wie süß du bist. Das waren einfach... Knuffig. Wisst ihr, das waren Choices. Ich hab... Choices gemacht und ich habe gelernt daraus. Ihr habt ja meine Business-Mail in der Infobox. Genau. Auf jeden Fall. Schreibt Hattie an. Hashtag LaFormo. Die Schwänze werden so alt. Okay. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ich als wär's gestern. Jetzt konturiere ich Hatties Face mit dem Anastasia Barrett. Schön, dass ich in der Mitte starte. Ich wollte gerade sagen, also weiter, du kannst... Nö, außer ich hätte es eigentlich direkt unter, auch so über die Augenbraue gemacht. Oh, liebst. Contouring what? Auch. Hills, Beverly Hills. Beverly Hills. Contour Stick oder Stick Foundation in Fawn. Bist ja, du, ich hab, sorry, bist du noch so in... Voll into... No! Du so... Zack. Zack. So wurde es gemacht. Ich finde es so toll, wie ich diese kühle Konturfarbe nicht in deine Socket aufgetragen habe, sondern so auf deinem, wo du eigentlich highlightest. Highlight, glaube ich. God bless.
It's a look. Weil ich einfach finde, dass das, ganz viele sagen, das sieht dann nicht natürlich aus. Aber irgendwie, wenn man das gut aufträgt, finde ich, das sieht dann viel natürlicher aus, wie wenn man das einfach nur mit Puder macht. Mhm. Ah ja. Ich hab's nicht verstanden. Nee, ich hab das But it's fine. It looks amazing afterwards. Ja, und du so, ah. Leute, das ist doch gar, das ist auf dem Gesicht, das hat doch nichts mehr mit dem Knochen zu tun. Er hat dir ein Gesicht hier auf dein Gesicht gemalt. Du hast hier aufgetragen. Hier, ja, und dein Kinn, normalerweise würde ich es ja jetzt hier auftragen. Ich habe es einmal hier aufgetragen. It's crazy. Vor allem, wie ich einfach sage, oh ja, wenn ich das mit Cream mache, dann ist es natürlicher. Could you do it? I don't think so. Du, ich denke, das war halt auch einfach so eine Zeit, wo du einfach gemacht hast und verblendet hast und dann so, war es gut. Ja, war auch so. I guess. Weißt du, also, für die Kamera Hauptsache cool. Keine harschen Linien, das war's. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so denkt. Ich konturiere meine Stirn. Boah, ich hau dir gleich so dein Gehirn raus, bestimmt. Cyberstirn. Wir machen eine Umfrage hier oben. Verkackt Maurice mein Make-up oder wird's Slay or Nay? Aber gut verblendet. Slay or fucking Nay. Ja, okay, das wird die Umfrage. So machen wir's. Ich liebe diese Umfragen. Echt? Oh. Ich mache mal voll gerne eine Umfrage auf Instagram. Okay, und Instagram Maurice_ROTHGAI. Die Kontur da unten. Look. Die Kontur, I look crazy. Oh, krass, hab ich gar nicht gesehen. What's happening? Er sieht Licht. Nein, I'm having a stroke again. Gott hat zu dir gesprochen. Ja. Bitch, konturier mal richtig. Ja. Bitch, take off. Yeah. Take off those brows. Yeah. Pop off. Pop off those brows. Yes. Lord help me. Okay. Jetzt konturiere ich die Nase von der süßen Brows. Oh. Penis in my face. Yeah. It's fine. Jetzt wird's expensive. Absolut. It's expensive to be us. Jetzt benutze ich das Ganze. Nein, true. Und es hätte damit Hutch's Face. Hä, wieso habe ich alles mit diesem fucking Beauty Blender gemacht? Es gab nichts anderes zu dem Zeitpunkt, weil alle wollten den Beauty Blender benutzen und that's it. Das ist bei Bobbi Brown Produkt, wo du sagst, boah, das ist das Geilste. Die Serum Foundation. War das so? Gar kein Plan. In der Sekunde, ehrlich? Wo du mich gefragt hast, hatte ich den Schweißausbruch meines Lebens. Wirklich? Und habe einfach irgendein Produkt rausgeschmissen. Wurde ich gerade drauf geschult, dachte er sich bestimmt, da weiß ich, was drüber. Ich habe nur Scheiße. Ich schwöre euch auf alles, was ich zu dieser Foundation sage, ist gelogen. Ey, krass. Oh, nee. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du. You want to be a fucking expert. Mhm. Okay. Die hat 38% japanisches Wasser. Guck, ich sag doch, er wurde gerade geschult da drauf. Richtig. Also, er denkt sich gerade, okay, wie sah das Informationsblatt aus? Richtig. Ich werde jetzt runterlesen. Und irgendein Pilz ist da noch mit drin gewesen. Aber stimmt dir das auch wirklich? Das mit dem Wasser? Ja. Yes. Okay. Aber den Rest, den ich gesagt habe, das weiß ich nicht mehr. Oh, die Foundation ist so, Junge, ich habe seit 3 Tagen bei Bobbi gearbeitet, Alter. Geil. Hat Vitamin E, Vitamin C, Omega-Fett. Gelogen. Ah, geil. Oh, guck mal. Omega-Fett. Guck mal, dein Gesicht war so. Der hat schon, so, ja, Scorpion hat schon. Lies. Fucking lies. Vor allem Omega-Fettsäuren, als ob wir bei so einer Fischstäbchen-Werbung sind. Ja. Oh. Thank you. Yeah. Yeah. Jetzt benutze ich die Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly Hills. I hate her now. Wem? Die Palette. Ja? Och. Warum? Ich finde Anastasia Paletten sind auch nicht mehr der Shit. Die waren ja schon lange nicht mehr. Also ja, die finde ich immer noch gut. Ich habe die aber jetzt auch schon 2 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Aber das war die Palette, die Alter. Palette. Da ist ja jeder ausgeflippt, ja, einfach. Ja, weil die erste war mit den ganzen Rottönen. Ja. Rosa-Geschichten. Also ausgeflippt. Ja. Die hat ja jeder benutzt. Ja, und dann haben es 100 andere kopiert dann irgendwie danach. Hm. Dann war es ausgelutscht. Ja. Der Drop war gelutscht. Mhm. Das ist eine orangene Burn Ass Collar und die geben. Woher habe ich immer so punktuell diese Energy? Ja, weiß ich nicht. Die kommt so über dich dann, ne? Ich bin, glaube ich, ich war besessen. Ich war Titanic. Warum das denn? I was crazy back then. Crease als Transition Color. Mhm. Wie heißt das auf Deutsch? Übergangsfarbe. Oh. Transition. International. No. Glaube ich gerade. Oh. Mac 224. Ich gebe das erstmal fast über das gesamte Lid. Oh no. Wir machen heute ein Haloy. Yes. Haloy. Okay.
Hey Leute. Hey Leute. Leute. Aber ich muss sagen, wir hatten da schon eine richtig gute Connection. Ja. Also hier sind zwischen uns, finde ich, keine komischen Vibes, finde ich jetzt persönlich. Du, ich finde es hier ganz schlimm gerade. Jetzt gerade, wenn man sich sagen will, ist schon so. Nee, das ist also, wie wenn Leute sagen, was machst du? Ja, ich mach so YouTube-Videos. Ach, mach mal an, dann machst du es an und alle gucken im Raum dein Video und wo du denkst so, Alter, warum habe ich mir keinen anderen Job ausgesucht? Für diesen Moment ja, ist so, das I'm Schlimmste. Yeah, yeah, yeah. Oh no. Folter. Ist so. Wir hatten echt eine Connection immer schon. Ja. So. Jetzt gehe ich in, läuft es schon wieder? Okay. Jetzt gehe ich in die das war von der Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly Hills. Oh Gott, und wenn du es so oft sagst, sie bringt. Du bist schon eine Rampensau. Ja. Findet ihr? Ja, du ganz kannst schön. Das gut. Da ja. Ja. Jetzt auch noch? Mhm. God bless. Du bist schon crazy. Yes. Das ist schon cray cray. Ja, mir ist das egal, was Menschen über mich denken. Früher habe ich mir immer so viele Gedanken gemacht. That's not true. Lies over lies. Work. Let's tune in and see what's going on. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht über so Kleinigkeiten. Fun fact. You still do. Was ziehe ich morgen an? So, was, wie mache ich mir die Haare jetzt am besten? Was für ein Deo benutze ich? So, das sind so diese Kleinigkeiten. Aber weißt du, Mo, die Leute haben diese Rede gefeiert von uns. Gefühlt. Die haben das so, ja, mehr so eine Leute, die das sagen müssen und wir voll so Insecurity. Ja, Mann, aber innerlich so. Aber ich schwöre, wir waren Mentoren in dem Moment. Weißt du? Du, and this is how you do it. Meine Lippe. Süß, come on. Ach komm, das ist knuffig. Süß. Ich finde, du sahst auch früher schön aus. Ja. Anders, definitiv, aber schön. Und ich finde es auch gut, dass du das angesprochen hast. Und ich finde auch gut, dass du gesagt hast, ganz ehrlich, mach dein eigenes Ding. So denke ich halt heute auch noch. Ja, ich weiß, aber manchmal man lässt sich man, schon ja. manchmal, ganz ehrlich, wir stehen alle vorm Spiegel ja. und denken und so, oh, hier kann ich das ändern. Oder ganz ehrlich, die Leute sehen alle gar nicht so auch aus ja. auf Instagram wie sie. Also. Ja. ja, und das muss man erst. Und meine Schwester, die ist 15, die ist wirklich skinny, dünn. Und ja. die sagt, ja, ich bin viel zu dick. Ja. Mhm. Aber das solche, das ist ganz schlimm. Das ist so schlimm, aber solche Tage, selbst ich habe halt solche Tage, ne? Dann denke ich halt, ich bin halt derbe fett. Das hat so jeder, dumm, so. Ganz ehrlich, man fühlt sich wieder nicht und ja. Man muss halt nur be yourself. Wirklich, ja, genau, man muss halt trotzdem lernen, für sich dann auch wieder aufzustehen ja. und nicht in diesen Gedanken zu verfallen. Mhm. Ich find's cool, mal zu sich schlecht zu fühlen oder nicht schön zu fühlen. Das ist auch wichtig, sowas braucht man auch mal. Mhm. Weil dann denkt dann man sammelst sich, du man dich neu und richtig. Dann ist wieder gut. Und dann ja. denkt man, so ein neuer Tag kommt, I'm the baddest bitch, you can't kill me. Ja. Dann macht doch alles viel besser. Mhm. Um die Glitzerpigmente ein bisschen zu intensivieren, gehe ich noch einmal mit dem Stealer mit Magnificent Metals. Oder Bro. So, I guess. Ja, scheißegal, wie das heißt. Okay. Aber verblende das dann nicht nochmal extra mit meinem Finger. Also ich tupfe das einfach nur ein bisschen auf, dass die Maus einfach einen absoluten Glow hat. Ich finde das eigentlich cool, wenn das Orangene ist. Du, ich mag Orange. That's what I like. I leave it like that. I leave it like that. Get over it. Or leave. Nun gehe ich in den Bäcker. Du bist so overload. Yeah. Süß. Super. Du so, die overload. Süße Maus, die kriegt das und dann ist mir auch scheißegal, wie das heißt. Und die Leute all over the place. Feiert. Yes. Aber yeah. weißt du, auch auf Social Media, Männer können sich das rausnehmen. Wenn ich als Frau so selbstbewusst wäre, die hätten mich zerrissen, wenn ich gesagt, ach, ist mir doch scheißegal, wie das Ding hier jetzt heißt. Pack's so mir jetzt auch raus. Voll arrogant. Ja, die würden mich zerfetzen, aber die haben es bei dir geliebt. Ja. Man muss aber sagen, er ist immer noch so. Ich glaube, du achtest nur ein bisschen mehr darauf, was du sagst. Zu mir ist er noch schlimmer als in dem Video, ganz ehrlich. Ja? Ja? Ja. Ich möchte anmerken, dass ich das nicht gut finde, dass ich keine Dimension und keine Tiefe im Auge habe. Bei einem Halo Eye ist das eigentlich wichtig, aber naja, wir machen einfach mal weiter. Skin Perfector in Prismatic Amethyst und highlighte damit die... Der Highlighter... Ist das der, den du drauf hast? Yes. Oh no. Aber der toll zu dem Look gepasst. Aber die Skin? Also ich finde, es sieht Bombe aus. Kannst du mir sagen, was du willst? Das you waren slay. Die Techniken von da. Von damals. Und das ist gut. Also, ja. Ich sag's ja. Ich mochte es und es war nicht gelogen. Ja. Do you have a fan brush? Ich habe meine Gäste nie schlecht fühlen. Oh, Schamhaarbrush. Was ist das? Da wurden abgefuckt. So viele Memes von gemacht. Alter, was ist denn... Was?
Was? Dein Leben ist abgefuckt. Was ist okay. Sieht ein bisschen aus wie Schamhaar, aber süß auf jeden Fall. Hast du den auf jeden Fall süß. Sure. Also. Such mal die Schamhaare. Hello. Oh. There she is. It's the same, but different. It's the same. No, it's the same. Wonderful. Can we see? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch einen Schamhaarpinsel. Scheiße. Das war witzig. Ja, Mann. Guck mal, ich bin mit niemandem so im Video, wie ich mit dir bin. Das wir haben aber auch eine super diepe Connection. Wollt ihr schmusen? Wollen wir den? Das ist auch mir zu viel. Ich liebe dich. Auf Deutsch. Ich liebe dich. Das hört sich doch an wie eine Kampfaussage. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Land. Oh, okay. Auf Türkisch. Seni seviyorum. Jetzt mache ich mit der Lippe. Seni seviyorum. Aschkim. Oh, was? Oh, Paula, oh, again. Choice. Give me the coin. Paula. Ja, auf jeden Fall nehmen wir die Lily Lashes in dem Style Cannes. Oh, these are heavy. Mm-hmm. Jetzt benutze ich das, oh, I love it. Das, um das Gesicht zu setten, damit das Make-up auch den ganzen, oh, Abend slayt. Slay all day. Ich benutze ja auch immer so viel. Ich finde den Look süß. Cute. Ich meine, ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Fertig. Maurice, yeah. Das sieht also Bombe aus. Ja. Bist du zufrieden? Ja, ich scheiß mir gerade ein bisschen in eine Hose. Was? Aber auf jeden Fall finde ich den Look sehr süß. Ist ein bisschen Daytime Glam. Kann man machen. Daytime Glam? Büro? Büro on the run, on the go. Ey, das ist süß. Ja. Muss ich gerade sagen. Ja, Daytime Glam. Let's go. Muss man nicht. Aber es ist auf jeden Fall süß. Also ich finde es eigentlich süß. Okay. Soll ich ein Spiegel schauen? Ja, mach doch. Oh no, he's scared. My mom is looking snatched. Yes. Oh. Ja. Sieht doch voll... Also die Foundation ist flawless. Ja, ne? Flawless. I'm so proud of you. Oh, thanks, bitch. Mhm. Auch mit dem Spacey Glow und so. Ja, ich mag den Highlighter. Ja. Der Nasenhighlight ist mir ein bisschen too much. Echt? Mhm. Okay, ich liebe es. Es gibt für mich nie genug Nasenhighlight. Ach ja. Sehr gut. Die Augenbrauen sind doll. Ja, auf jeden Fall. Schwarz, ne? Ich mag die ja nicht mehr so strong. Oh. So. Aber ich mag es. Aber ich finde das... Ich war gar nicht into it. Du so... Nee, ich so... Das ist schon so natürlich, dachte ich ja. So... Boah, it's das a natural brown. Ja, dachte ich. Ich schwöre, glaube ich, auf alles. Ich wollte was Natürliches machen und das ist dabei rausgekommen. Mhm. Weil sonst wäre ich ausgeflippt. Stell dir mal vor, ich hätte... Nee, let's not imagine that. Obwohl die so strong sind, finde ich die trotzdem noch... Richtest du gerade die Wimpern? Ja, willst du nur nochmal nach oben schieben. Hast du richtig nice gemacht. Ah, thanks, oh, a lot, ey. Voll stunning. Wo würde ich es ausschminken? Habt ihr gehört? Ja, so würde ich es ausschminken. Oh, süß! Ich meine, das ist ein wirklich großes Kompliment. Bitch, I know. Oh, oh, okay. Oh, pop off again. Mhm. Finde ich wirklich gut. Danke. Aber ich will mal so. Die Schama, wenn die poppt die Augen. Ja, schwöre. Hat ja auch noch mal 3 Jahre gedauert, bis man wieder zusammengekommen ist. Hier. Ja, ja. Also, hat nur 3 Jahre gebraucht. Nur 3 Jahre. Das nächste Video gibt es in 10. Maybe? 12? Nee, Anniversary müssten wir eigentlich. Oder haben. Seniorenheim? Work. Reunion oder so. Oh, oh wow. Also hier passiert, glaub ich, nichts mehr. Einschalten, sagen. Auf Wiedersehen. Nee. Nein, das stimmt. Das ist aber nicht schlimm. Sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Mit euch. Bye. Das war auf jeden Fall eine Situation. Was intense. War es sehr, sehr cringig, an manchen Stellen war der. Nee, ich muss euch ganz ehrlich sagen. Ich war cringiger oder was? Nein. Dadurch, dass ich, also ich finde es, wenn ich es mir alleine angucke, finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich so denke, ja, ich habe mich halt auch verändert und so. Aber es passiert halt auch ganz oft, dass mich zum Beispiel Herren anschreiben. Mhm. Und die kennen mich halt entweder durch dieses Video. Wirklich? Ja, immer. Nee. Ja. Up to this day. Ja, und dann wollen die sich das dann immer mit mir zusammen noch angucken. Awkward. Und halt. Yes, it's so weird. Derbe weird. Derbe. Es, hört auf. Hört Stop auf it! Damit. Er will das nicht. Ich möchte das nicht. Ich schäme das mich. Auch nicht. Okay. Ist ja disgusting. Ja. Toe up boot nasty disgusting. Naja, auf jeden und, Fall. Und eine Socke soll er sich überziehen. Ja. Dabei. Und mir beim Gucken. Gesicht zu bocken. Okay. Aber es war schön.
Ja. Es war auch jetzt zurückblickend nochmal, es ist echt schön. Ja, ich habe mich voll gefreut. Also man sieht halt so seine... Okay. Stroke Number 21. Wie heißt das denn nochmal? Man sieht seine Entwicklung. Man das sieht stimmt. seine Entwicklung. Ja. Und das ist echt same. Cool zu sehen. I love it. Cool. Ja. Na gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir dabei sein durften. Immer yes. gerne, wirklich. Es ist mir eine Ehre, dass ihr da seid. Es macht so viel Spaß, so viele tolle Vibes hier. Und ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ja, ansonsten gibt es auf die Fresse, ganz ehrlich. Ich liebe dich. That's the tape is. Ihr findet hier drüben zwei weitere Videos. Ihr könnt mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Die Instagram-Accounts findet ihr selbstverständlich ganz oben in der Infobox. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.